Schakalaka Sportsfreund, heute zeige ich dir ein paar Übungen, die gegen kalte Füße helfen können. Bekommst du manchmal kalte Füße, kann es daran liegen, dass die Durchblutung im Fuß nicht mehr richtig gegeben ist oder ist die Muskulatur im Fuß so weit erschlafft, dass kalte Füße entstehen. Also wir werden den Stoffwechsel im Fuß so weit anregen, um die Durchblutung zu fördern und wir werden die Muskulatur im Fuß aktivieren, um gegen die Kälte zu arbeiten. Die Übung, die ich dir zeigen werde, kannst du auch super im Sitzen durchführen, also top für jeden Büroalltag. Streck mal deine Zehen ganz weit nach vorne, nach oben raus. Lande mal gleichmäßig mit den Zehen auf dem Boden. Roll dich über die Ferse ab, dass deine Hacke in die Luft geht. Durch das Anheben der Ferse in die Luft wird die Venenpumpe in der Wade aktiviert. Und hier der Stoffwechsel im Wadenfußbereich. Ja, das machst du so lange, bis eine schöne Wärme entsteht im Wadenfußbereich. Eine andere Übung ist, schön abwechselnd mit den Fersen auf- und abtippeln.